Jahwe ist eins und sein Wort ist eins. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Betreffend der Weisheit, welche der Herr an Timothy und seine Frau gab. Das Alte Testament ist der Vater sich selbst offenbarend, indem er auf den Sohn hindeutete. Das Neue Testament ist der Sohn sich selbst offenbarend, indem er auf den Vater verweist. Und ebenso die messianischen Prophezeiungen des Alten Testamentes durch sich selbst erfüllend. Die Briefe sind der Vater und der Sohn, sich zusammen als eins offenbarend, genauso wie das Wort Gottes eins ist, mit den Briefen als Krönung des Ganzen, nicht separat, sondern eins. Deshalb bedeutet irgendeinen Teil des Wortes Gottes zurückzuweisen, das Ganze abzulehnen. Die drei Bücher sind eins, ein fortwährendes Testament für die Herrlichkeit Gottes. Das sagt der Herr. Jene, die von mir empfangen, beginnen mit einem größeren Weitblick zu sehen, und die Taubheit ihrer Ohren ist rasch geheilt. Doch jene, die nicht empfangen haben, verlassen sich auf den menschlichen Geist, um zu erkennen und zu prüfen, und stolpern massiv. Mein Wort abzulehnen, welches an diese Generation gesprochen ist, und gleichzeitig mein Wort von früher zu beschmutzen, sichert den Schleier über ihren Häuptern, ihre Gesichter bedeckend im Bemühen, ihre Scham zu verbergen, sagt der Herr. Deshalb habe ich es gesprochen und werde es noch einmal sagen vor dieser verdrehten und sündhaften Generation, obwohl sie es auf keine Art ertragen können zu hören. Ich bin gekommen, die Zeit ist hier. Und schaut, der Herr, euer Gott, wird nichts tun, bis ich meine Pläne meinen Dienern, den Propheten, offenbart habe. Und dies habe ich getan.